Ja, wir beginnen mit einem Kommentar zur gestrigen Sendung, aber nicht ohne kurz das Tagesbild eingestellt zu haben. Und zwar, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Ja, denn das Tagesbild passt ganz gut zu dem Thema, dass die Konzerne die Herrschaft über die Welt ganz offen angetreten haben. Wir sehen ja, dass bei Corona die Pharma- und Medizinkonzerne und ihre Vertreter wie Professor Drosten und so weiter einfach die Weltherrschaft angetreten haben, indem quasi Konzernmitarbeiter, Medizinindustriekonzernmitarbeiter, Pharmaindustriekonzernmitarbeiter quasi der Welt sagen, was sie zu glauben und zu denken haben, ohne das beweisen zu können oder belegen zu können oder sauber begründen zu können. Ne? Dann dazu passt auch, dass mittlerweile eine Sendung erschienen ist darüber, wie Konzerne Staaten verklagen. Also es ist nicht so, dass die Staaten die Konzerne verklagen, sondern die Konzerne verklagen die Staaten, wenn sie zum Beispiel zu viel für den Schutz ihrer Bürger tun und dadurch die Gewinne der Konzerne verringert werden könnten, dann haben also offensichtlich Konzerne das Recht, die Staaten zu verklagen und dann von den Staaten Schadensersatzzahlungen zu bekommen, wenn sie irgendeine gesetzliche Änderung machen wollen, die ihre Bürger schützt. Übrigens, da ich ja so langsam rede, wieder rechts unten das Zahnrädchen, beliebige Geschwindigkeit, Ihre Wunschgeschwindigkeit einstellen. Ja? Ja, das bedeutet also, dass es wirklich Zeit wird für unsere Wohlfühlstimme und Gesundheitsdaten und so weiter, dass wir endlich die Wirtschaft lenken, anstatt dass die Konzerne die Weltherrschaft übernehmen und die Staaten eigentlich bedeutungslos werden und auch irgendwann gar nichts mehr zu sagen haben, weil eben die Konzerne sagen, wo es lang geht, sozusagen. Ja? So, dann gehe ich aber erst als erstes jetzt auf den Kommentar ein. Wo haben wir den? Hier. Übrigens herzliche Einladung an den Kommentator, in unsere Talkshow zu kommen, wo wir das alles detailliert diskutieren können. Schluck Wasser. Ja, da ist erstmal ein kleines Missverständnis. Da heißt es, um das Thema ungelenkte Arbeit zu erkennen. Ja, wobei wir sprechen ganz bewusst von ungelenkter Arbeitsteilung und ungelenktem Markt. Weil das Problem ist wirklich, dass wir in den Behörden und im Marktgeschehen sonst sozusagen Evolutionsprozesse hindrin haben, wodurch die Behörden sozusagen schädlich werden für die Bevölkerung und wo das Marktgeschehen oder die Unternehmen als Teile des Marktes schädlich werden für die Bürger. Und das müssen wir beenden. Also deswegen heißt es bei uns ja ungelenkte Arbeitsteilung und ungelenkter Markt. Ja. Ja, also um das Thema ungelenkte Arbeit zu erkennen, schreibt der Kommentator, muss man sich nur Charlie Chaplins moderne Zeiten ansehen. Auf der anderen Seite war Arbeit schon seit sich der Mensch sesshaft gemacht hat, wohl eher unmenschlich. Ein kleiner Bauer und seine komplette Familie mussten sich halb zu Tode schuften, um genügend Ertrag aus dem Boden zu holen. Nicht zu selten hat eine einzelne Dürre ganze Dörfer ausgelöscht. Ja, also, und die Lehensherren gaben mit ihren mafiösen Schutzgeldzahlungen ihr Übrigstes dazu. Ja, also, erstmal ist es ja so,
dass jemand erst dann zum kleinen Bauer wird, wenn Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung erfunden sind, denn die Menschen vorher hatten ja genug zu essen. Es musste erst also die Welt der Leute so zerstört werden, dass sie dass sie überhaupt auf das arbeitsteilige Modell gewechselt sind, Nahrungsmittel herzustellen. Und da entstand ja dann sofort auch die Tendenz, dass es nicht mehr so wichtig war, ob die Nahrung besonders gesund ist. Denn der Bauer hat selbst ja vielleicht nur noch wenig von seiner eigenen Nahrung gegessen. Ja, wenn jemand spezialisiert war auf zum Beispiel eine bestimmte Getreideart, dann hat er vielleicht dieses Getreide eingetauscht gegen viele andere Sachen. Und es war dann nicht mehr so wichtig, ob sein Getreide jetzt ungiftig war oder problematisch für die Gesundheit der Leute war. Da fing also schon die Gleichgültigkeit des Produzenten gegenüber seinem Produkt an, denn es hatte ja nur noch die Bedeutung, andere Sachen eintauschen zu können. Und es war nicht mehr so vorrangig wichtig, dass es auch wirklich gesund war, was er da produziert. Ne? Während wenn solange die Leute als Sammler durch die Gegend ziehen, da sammeln sie natürlich das, was den Eindruck macht, dass es maximal ihnen gut tun würde. Und also das heißt, aber wie genau die Zerstörung dieses Sammlerdaseins ablief, bis die Menschen vielleicht sogar gezwungen waren, als Bauer zu arbeiten, das müsste man noch mal genau überlegen. Aber das ist auch nicht so wichtig jetzt. Kann man ja noch mal lesen, indem man die Sendung anhält jeweils. Es ist also kein neues Problem oder ein Problem der Industrialisierung. Ja, genau, das sagen wir ja auch, dass die Leute sich vertun, wenn sie denken, das wäre alles ein modernes Problem. Ackerbau und Viehzucht ist ja zwischen 10, mindestens 10.000 Jahre alt, manche sagen bis 30.000 Jahre alt. Und wir sagen eben Arbeitsteilung, ungelenkte Arbeitsteilung und Markt und Spezialisierung ist schon bis zu 400.000 Jahre alt. Ja? Genau. Es ist zum einen ein Problem der Macht, die man über abhängige Arbeit ausspielen kann. Ja, für uns ist es ein Problem der Entstehung der Machtsucht, nachdem die bonobo-kommunistischen Kommunen zerstört worden waren, ja, also wenn sozusagen die Frühhändler quasi Irrtümer entwickeln, die zum Beispiel die Sexualität und das Liebesleben unterdrücken und dadurch dafür dann belohnt werden, weil es sich diese Irrtümer als vorteilbringende Irrtümer erweisen, ja. Also wir müssen das mal neu definieren. Bis jetzt sprechen wir ja immer von gewinnbringenden Irrtümern und karrierefördernden Irrtümern und vorteilbringenden Irrtümern. Fassen wir doch einfach alles zusammen, also auch die gewinnbringenden Irrtümer und die karrierefördernden Irrtümer sind gemeint, wenn wir in Zukunft vielleicht nur noch das eine Wort benutzen. Vorteilbringende Irrtümer. Ja? Normalerweise bringen ja für einen Menschen nur Wahrheiten Vorteil, aber unter den merkwürdigen Bedingungen von ungelenktem Markt- und Arbeitsteilung bringen also erstmals Irrtümer Vorteile. Ja? Und wenn dann dieser Irrtum entsteht, ach, Körperkontakt und Sex ist ja eklig, das macht ja krank, das ist ja widerlich, ist unkeusch, unmoralisch, nee, lass das sein und so weiter. Wenn jemand so etwas kommuniziert, dann fühlen sich die Männer in den Kommunen nicht mehr geliebt, hören auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken,
werden macht- und akkumulationssüchtig. Und dann haben wir erst das Problem der Machtsucht. Und dann fangen die natürlich an, auch sozusagen Arbeitnehmern natürlich zu benutzen, weil ja eben keine Liebe mehr das Ganze verbindet, während die bonobo-kommunistischen Urkommunen vor 400.000 Jahren vom Netzwerk der Liebe verbunden waren, wurden dann die Unternehmen ja nur noch verbunden durch das Interesse, möglichst viel Geld aus dem Arbeitnehmer herauszugewinnen, sozusagen. Und das ist keine Liebe mehr, ja. Und das verhindert natürlich schon das Verhältnis und macht es unvorteilhafter als früher. Schluck Wasser. Wenn also zum Beispiel zwei Bonobos oder eine Gruppe von Bonobos auf die Jagd nach kleinen Affen geht, dann ist das kein Unternehmen, wo es nur darum geht, möglichst viel Geld aus dem Mitarbeiter herauszuziehen, sondern es ist eine echte, liebevolle Freundesgruppe, bei der man natürlich von der Liebe getragen den Mitwirkenden auch große Teile abgibt an der Beute sozusagen, an dem kleinen gejagten Affen, ja, und von daher ist das ein ganz anderes Verhältnis als also dieses liebevolle Verhältnis der Teams sozusagen, der Kommunenteams, ist natürlich schon von der Qualität etwas ganz anderes als einer, der jemanden nur anstellt, damit er möglichst viel Geld abwirft sozusagen. Ja. Natürlich gibt es auch so ein bisschen manchmal Freundschaftsentwicklungen zwischen Unternehmern und einzelnen Mitarbeitern, aber das ist wohl seltener, ne? Oder eher auf keinen Fall zu vergleichen mit einer glücklichen Kommune. Ja. Also er schreibt also noch einmal, der Kommentator, es ist zum einen ein Problem der Macht, die man über abhängige Arbeit ausspielen kann und zum anderen der Preisdruck im Konkurrenzkampf der Produzenten, Dienstleister untereinander, der direkt auf die Arbeiterschaft durchschlägt, weil ja jeder seine Kosten durch Personaloptimierung senken will. Dieses Monster steckt im effizienten Markt. Ja, also schon allein, wie gesagt, also für uns ist ja das Drama schon die ersten vorteilbringenden Irrtümer, die also die Sexualität unterdrückt haben, die Kommunen zerstört haben, die Liebe in den Kommunen zerstört haben, das Schenken der Männer an die Frauen und Kinder beendet haben. Und dadurch eine künstliche, harte, neue Situation geschaffen haben, die an sich schon hochproblematisch ist. Ne? Dieses Monster, es kann dadurch entschärft werden, indem man den Unternehmensbesitz abschafft und stattdessen jeden Mitarbeiter automatisch entsprechend seiner Leistungskraft bzw. Relevanz zum Anteilseigner wird. Ja, jetzt haben wir ein Dilemma. Jetzt haben wir ein paar Fragen, die dabei entstehen. Über solche Modelle haben wir natürlich auch immer wieder nachgedacht. Aber was passiert? Wie verhindern wir, dass die Unternehmer, bevor sie sozusagen die Alleinbestimmung über ihr Unternehmen verlieren, fluchtartig Deutschland verlassen, ihre Arbeitsplätze mitnehmen, die Leute alle arbeitslos werden, ihre Unternehmen im Ausland neu aufbauen, weil sie eben sagen, nein, was ist, wenn der Schwarm, also hier die Schwarmintelligenz, von der gleich noch die Rede sein wird, sozusagen Fehlentscheidung trifft. Davon lasse ich mir mein Unternehmen nicht ruinieren. Ich will selber weiterentscheiden.
Ja, also, wie verhindern wir, dass der Unternehmer abwandert? Wie verhindern wir, dass Investoren aus dem Ausland sagen, um Deutschland machen wir in Zukunft einen großen Bogen und schaffen dort keine neuen Arbeitsplätze, weil das uns zu wackelig ist, wenn dann sozusagen, ja, wie gesagt, wir müssen ja einerseits dann, muss der Mitarbeiter bezahlt werden sozusagen, also bekommt Gewinnanteile hier und er muss Besitzanteile bekommen. Also eigentlich wird der Mitarbeiter, muss er ja fast schon doppelt bezahlt werden quasi. Nun gut, das wäre nicht das große Problem, ja, weil das Unternehmen bleibt ja dann noch bestehen. Also nochmal der Vorschlag des Kommentators. Es kann dadurch entschärft werden, indem man den Unternehmensbesitz abschafft und stattdessen jeder Mitarbeiter automatisch entsprechend seiner Leistungskraft bzw. Relevanz zum Anteilseigner wird. Der Unternehmer hat lediglich ein paar Anteile mehr, denn er hat das ursprüngliche Risiko und die Aufbauarbeit getragen. Dann werden keine Löhne gezahlt, sondern Gewinne. Geht es dem Unternehmen schlecht, dann geht es auch den Mitarbeitern schlecht. Das motiviert ungemein. Was machen wir aber jetzt? Nächste Frage mit dem Problem, dass die qualifizierten Mitarbeiter vielleicht, sobald sie merken, dass es dem Unternehmen schlecht geht, dass sie schleunigst es verlassen und in ein anderes erfolgreiches Unternehmen gehen, dann werden ihre Anteile vielleicht weniger wert, aber das wären sie vielleicht auch weniger wert geworden, wenn sie geblieben wären, weil sie vielleicht doch nicht in der Lage gewesen wären, den Niedergang des Unternehmens aufzuhalten. Also das heißt, ja, das heißt, die und mit guten Mitarbeiter könnten dann schleunigst abwandern, bevor es ganz zu Ende ist mit dem Unternehmen, ne? Und ihre Anteile noch rechtzeitig verkaufen, solange sie überhaupt noch was bringen, ne? Ja, und Verluste sind dann eben auch Verluste der Gemeinschaft und müssen beglichen werden. Ja, aber dazu haben die Mitarbeiter das Geld nicht, denn dann müssten sie ja verhungern, wenn sie sozusagen aus ihren monatlichen Geldern sozusagen, die sie ja brauchen, um nicht zu verhungern, quasi auch noch die Verluste der Gemeinschaft bezahlen müssten, dann das würde dann nicht funktionieren, weil das wäre, die Leute haben nicht genügend Geld, um noch das Unternehmen, um die Verluste auszugleichen. Könnt ihr erahnen, wie disziplinierend das auf die Urlaubs- und vergnügungssüchtigen Deutschen wirkt? Ja, es würde wirken, aber die Frage ist, ob das eben die Frage ist, was manchmal so schön klingt, ist aber in der Praxis dann oft zum Scheitern verurteilt. Dazu gehört natürlich auch zwingend eine demokratische Organisation aller Anteilseigner und nicht die bisher geltende militärische Hackordnung, in der versucht wird, Verantwortung nach unten zu tragen, aber Gewinne zu behalten. Und da wäre jetzt die Frage, die man darstellen muss, ja. Stellen wir uns vor, wir haben einen genialen Unternehmer und das Unternehmen hat nur Erfolg bisher gehabt, weil es ein genialer Unternehmer ist, der alleine entscheidet. Und wir übergeben jetzt sozusagen die Steuerung des Unternehmens an eine Art Schwarm und an die Schwarmintelligenz. Und wenn jetzt also aber die Mitarbeiter nicht so genial sind wie der Unternehmer, dann kommt die Schwarmlösung sozusagen zu weniger effizienten Entscheidungen. Das Unternehmen tendiert dazu, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein und kaputt zu gehen und so weiter. Und ja, und das würde ja jetzt bedeuten, dass bevor eben der Unternehmer sich seine Entscheidungs, der geniale Unternehmer sich seine Entscheidungshoheit sozusagen wegnehmen lässt, müsste er wieder aus Deutschland flüchten und alles mitnehmen, sein Unternehmen und all sein Know-how.
damit eben er nicht mit der Gefahr, viele meinen ja, dass Schwarmintelligenz hoch sei. Also meine Erfahrung mit der Welt und der gesamten Wissenschaft ist genau das Gegenteil. Es waren immer nur kleine Gruppen von genialen Wissenschaftlern zum Beispiel, die neue Dinge entwickelt haben. Ja, es waren immer nur kleine Mengen an Leuten rund um Kopernikus, Kepler, Galilei, Gregor Mendel, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, und jetzt eben kleine Gruppe, die Next Scientists for Future.de, die wirklich geniale Neuerungen entwickeln. Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wer es bei Apple war, aber zum Beispiel die Erfindung, ob da Steve Jobs wirklich eine Rolle spielte oder ob ein paar geniale Entwickler sozusagen nicht am Ende doch diese Erfindung gemacht haben und der Schwarm niemals diese Erfindung gemacht hätte. Weil viele Köche verderben den Brei, heißt ja der Gegenspruch zum Schwarm. Also darüber müsste man diskutieren, wie weit der Schwarm nach dem Motto viele Köche verderben den Brei funktioniert und wie weit geniale Einzelunternehmer nicht wirklich viel bessere Entscheidungen treffen sollen als ein viele Köche verderben den Brei-Modell. Ne? Also diese Mitarbeiter, Mitbestimmung und so weiter, innerbetriebliche Mitbestimmung und so weiter. Ob die wirklich nun so effizient ist, muss man mal steht zu bezweifeln. Also viele Fragen, die da beantwortet werden müssen. Bitte in die Talkshow kommen und darüber diskutieren. Und ja. So, dann noch ein paar weitere Meldungen. Ja, ein neues Bild. Stellen Sie sich vor. Ein riesiger T-Rex, ungelenkt, ohne Schutzdach, ohne Schutzgitter, wandert durch Deutschland und frisst alles und tötet alles, was er findet. Das ist der ungelenkte Markt. Also der T-Rex, der ungelenkte T-Rex hat die gleichen Auswirkungen wie der ungelenkte Markt. Und ein ungelenkter Godzilla, der durch Deutschland vagabundiert und alles tötet und frisst, was er findet, das wäre ein ungelenkter Godzilla, wäre die ungelenkte Arbeitsteilung. Na, das ist, wäre doch ein Bild. Also T-Rex ist der ungelenkte Markt und Godzilla ist die ungelenkte Arbeitsteilung. Genau so schrecklich ist das für uns. Na? Ja. Und dann ist es immer so, dass ich glaube, auch vielleicht unser Kommentator, es werden immer zwei grundlegende Sachen vergessen. Hier haben wir die Erdkugel, ja? Es werden immer zwei Dinge vergessen. Ich schlage mal das Bild auf. Nehmen wir diese Erdkugel und gehen wir mit der, ach so, falsches Bild, gehen wir mit der Erdkugel hier hin. Und sagen hier Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, Australien, Südostasien, chinesischer Bereich, China und Japan vielleicht, so Russlandbereich, ja, Nordamerika, Südamerika. Na, dann ist es eben so, dass eine Weltrangliste besteht, ja. Und dass jedes Absteigen in dieser Weltrangliste, also wenn man damals zum Beispiel 1600 eine Weltrangliste gemacht hätte, dann hätte man festgestellt, dass rein von der Waffentechnologie die Europäer, eben weil sie zum Beispiel viel stärkere sexuelle Unterdrückung hatten und so weiter, und weil sie psychisch vielleicht viel kränker waren, weil die Erfindung des Tauschhandels bei ihnen viel stärker verbreitet war als bei den Indios und Indianern, ja. Dadurch, sexuell unterdrückte Lebewesen haben mehr Zeit zum Beispiel für Waffenspielereien und Waffentechnologieentwicklung,
Und dadurch sind dann die Europäer bei ihrem Genozid sozusagen mit Kanonen und Hightech-Gewehren sozusagen angetreten gegen Pfeil und Bogen, ja, und Blasrohre und ähnliche Dinge, ne? Und das heißt also, wenn man einmal in der Weltrangliste sich zu große Ungleichheiten auftun, eben weil eben typischerweise Europa damals ein sehr seelisch kranker Kontinent war, weil ganz viele vorteilbringende Irrtümer uns Menschen schon denaturiert haben, uns Angst vor Körperkontakt und Liebe gemacht haben, vor Sexualität und uns kriegsbereit gemacht haben, uns aufgehetzt haben zur Gewaltbereitschaft und so weiter, was ich ja in vielen Sendungen schon tausendfach beschrieben habe. Ja, das heißt, man könnte so sagen, das Kranke tötet das Gesunde. Ja, denn gesunde Menschen entwickeln nicht, stecken nicht allzu viel, die arbeiten auch nur 3 Stunden am Tag. Die Indianer und Indios dürften auch nur 3 Stunden am Tag gearbeitet haben, weil sie eben keinen hochentwickelten Markt und Arbeitsteilung hatten, sozusagen. Dadurch blieben sie bei Pfeil und Bogen und Blasrohr. Und bei uns hier, bei uns Europäern, war die Hightech-Entwicklung, weil wir eben durch die vorteilbringenden Irrtümer eines sich ausweitenden Markt- und Arbeitsteilungsgeschehens psychisch ja zerstört waren und deswegen dann ganz viel Zeit für Waffentechnologie aufwendeten und dadurch natürlich dann in Bezug auf die Waffentechnologie wir in der Weltrangliste oben waren, obwohl wir das Kranke waren, gerade weil wir das Kranke waren, waren wir technologisch in der Weltrangliste vorne und die Indios und Indianer hinten und also haben wir einen beispiellosen Völkermord begangen und diese weitestgehend abgeschlachtet. Gerade gestern wieder ein Western gesehen, wo das genau beschrieben wurde, wie die Nez Perces dann so abgeschlachtet wurden, ne, und fertig gemacht wurden. Ne? Immer wieder schlechtes Gewissen dabei von den ehemaligen Europäern, aber am Ende hat man doch alles abgeschlachtet, ne? So. Am Ende waren doch wieder alle Indianer tot, ne? Ja, und das bedeutet jetzt hier und das Gleiche auch hier diese waffentechnologische Überlegenheit aufgrund der Krankheiten, der mimetischen Krankheiten, also der durch die vorteilbringenden Irrtümer, führten dazu, dass dann hier Sklaven und später dann auch die Europäer, die schon hier waren, ja, dass die dann natürlich sich Sklaven aus Afrika geholt haben. Und das ging wegen der waffentechnologischen Überlegenheit. Und viele vergessen einfach, dass es für Europa Selbstmord bedeuten würde, wenn jetzt diese alle hier, ja, zum Beispiel 8 Stunden am Tag weiterhin technologisch forschen und dabei immer auch was für die Waffentechnologie abfällt. Hier überall und Europa als einziger plötzlich nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten würde, so schön und natürlich das ja auch wäre. Aber wir würden dann in der waffentechnologischen Weltrangliste die Letzten sein. Und warum sollen die anderen uns jetzt nicht so behandeln, wie wir damals die Indianer und Indios abgeschlachtet haben? Das vergessen viele, ja? Also, dass es immer auch um Ranglistenpositionen geht, auch wenn solche Ranglistenpositionen schwer zu berechnen sie sind faktisch vorhanden. Ja? Ja, und deswegen müssen wir, solange die anderen Staaten noch nicht die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten haben, nicht den Abschied aus dem Kapitalismus haben, solange müssen wir noch leider wehrfähig bleiben. Ne? Und dürfen eben noch nicht auf 3 Stunden runtergehen. Ja, dann nochmal zur Sendung über den Sozialdarwinismus. Der Redner beleidigt die halbe Wissenschafts- und Politikwelt, statt sachlich Irrtümer zu beweisen. Ja, also anstatt zu sagen, wo da die Irrtümer sind, wählt er auch,
beleidigende Formulierung. Ja, und dahinter steckt die kapitalistische Medizin-Profit-Ethik, um jeden Preis jedes Leben zu retten und wegsehen von den anderen Menschen, die deswegen sterben oder leiden. Also genau genommen benennt er bei seiner Kritik des Sozialdarwinismus die halbe Wissenschafts- und Politikwelt, die sich teilweise einfach Sorgen gemacht haben, was wird aus unserer Wettbewerbsfähigkeit, was wird aus unserer Weltranglistenposition, werden wir demnächst die Indios und Indianer der Welt sein und werden wir abgeschlachtet werden? Diese Frage lässt also der Redner gar nicht zu, sondern er zieht sich zurück auf die kapitalistische Medizin, Profitethik, die nämlich besagt, nein, wir müssen jeden Menschen retten. Wir dürfen auf keinen Fall und in keinster Weise dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung leistungsfähig bleibt. Wir dürfen auf keinen Fall uns Gedanken machen darüber, ob wir eventuell zu viele Kinder aus dem niedrig qualifizierten, also aus dem niedrigen Intelligenzbereich haben und ob wir vielleicht nicht doch ein paar mehr Kinder aus dem hochqualifizierten und Hochintelligenzbereich brauchen könnten, um unsere Wettbewerbsposition zu erhalten und nicht in die Rolle der Indianer und Indios abzurutschen, von der Waffentechnologie her und der Schutztechnologie her. Nein, diese Frage lässt der Redner quasi der Vortragende überhaupt nicht zu. Sondern er sagt, das ist völlig egal, es spielt keine Rolle. Es gab die Indios nicht, es gab die Indianer nicht, es gab nicht Unterschiede in der Waffentechnologie, es gab keine Intelligenzunterschiede, es gab aber auch keine, der Witz ist ja so, das braucht die ja gar keine Intelligenzvorsprünge. Also ich gehe davon aus, dass die Indianer und Indios genauso intelligent waren, deren leistungsfähigste Mitglieder, wie die leistungsfähigsten in Europa. Vielleicht waren sie sogar die Indianer und Indios intelligenter als die leistungsfähigsten in Europa, denn Europa hatte ja mehr Tauschhandel und mehr Arbeitsteilung und mehr Markt und ist deswegen stärker degeneriert als die Indios und Indianer. Also wir müssen sogar davon ausgehen, dass die Europäer weniger intelligent waren, aber durch die Unterdrückung der Sexualität bei den Europäern hatten die einfach mehr Zeit für Waffentechnologie-Spielereien und entwickeln deswegen trotz ihrer geringeren Intelligenz eine höhere Waffentechnologie. Und sozusagen dann eroberte das Kranke und Dumme. Das krank und dumm gewordene Europa schlachtete die klügeren, die intelligenteren und gesünderen Indianer und Indios ab. So war wahrscheinlich das reale Verhältnis, ne? Aber genau das ist eben der Punkt. Viel Markt und viel Arbeitsteilung in ungelenkter Form führen zu Degeneration, aber gleichzeitig dabei auch zu Hochtechnologie und hoher Waffentechnologie. Und dann kann das kranke und dumme Europa die intelligenten und gesunden Indianer und Indios töten. Ja? Und das bedeutet aber eben, wenn, kurze Pause. Ja, weiter geht's nach der kurzen Pause. Also was war heute sozusagen neu? Nämlich die Überlegung, dass tatsächlich die Idee, die rousseausche Idee des edlen Wilden eventuell gestimmt hat. Denn überall, wo viel ungelenkter Markt und viel Arbeitsteilung sozusagen wirken, degenerieren die Menschen, entsteht auch eine Neigung zu Wohlfahrtssystemen und Sozialsystemen, die dann dazu führen, dass eben die Klügsten, also die Fähigsten, hier, wo haben wir es, dass also dann
Unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung entstehen also degenerative Prozesse, wo zum Beispiel Wohlfahrtsbürokratien, Sozialamt, Arbeitsamt und so weiter dazu neigen, die Unqualifizierten sehr stark zu versorgen, die sehr stark zu belohnen für das Bekommen vieler Kinder, die berühmte Hauptschulabbrecherin, die für jedes Kind viel Geld bekommt und deswegen ganz viele Kinder bekommt, beim bedingungslosen Grundeinkommen pro Kind, also sozusagen 1500 Euro bekäme zum Beispiel. Und dadurch vermehren sich zwangsläufig die niedrig Qualifizierten sehr stark. Und wir bestrafen im Moment unsere gebildeten Frauen ja dafür mit Karriereabbruchgefahr und so weiter, wenn sie Kinder bekommen. Und das führt dann also dazu, dass dann die Intelligenz einer solchen Bevölkerung durchschnittlich abnimmt. Irgendwoher müssen ja die 150 Milliliter vermutete, also angegebenen Gehirnschwund innerhalb der letzten 30.000 Jahre ja gekommen sein, ja. Und dann passiert es eben so, dass eben eine die Degenerierten und das Kranke, also das Degenerierte, Dümmere, das aber sehr stärker in der Sexualität unterdrückt ist, stärker in der Glücksorientiertheit unterdrückt ist, also Europa hier, hat durch die sexuelle Unterdrückung sehr viel Zeit für Tüfteleien an Waffen, entwickelt Hightech-Waffentechnologie. Die Indianer lieben lieber und genießen und arbeiten nur 3 Stunden am Tag, entwickeln also keine Hochtechnologie, keine Waffenhochtechnologie, sind aber die gesünderen und die intelligenteren. Und dann kommen die dümmeren, gewaltbereiteren und waffentechnologisch höher entwickelten, sexuell unterdrückten Europäer und schlachten die hier ab. Ja? Das scheint der, so scheint die Geschichte gelaufen zu sein. Ne? Also könnte Rousseaus These von dem edlen Wilden stimmen, dass also die Indianer und die Indios die edlen Wilden waren und wir, die degenerierten Europäer, eben gerade aufgrund unserer Degeneration und geringeren Intelligenz, aber trotzdem die höhere Waffentechnologie hatten, weil wir einfach mehr Zeit in Waffentechnologie investiert haben. Schluck Wasser. Und zu der Sendung über Sozialdarwinismus muss man also nochmal sagen, dass also sozusagen der Autor oder der Sprecher oder Redner quasi die kapitalistische Medizin-Profit-Ethik im Kopf hat und die sagt, jeder Mensch, jedes Ungeborene, alles muss gerettet werden um jeden Preis. Es darf niemals irgendeine Tendenz geben, sozusagen irgendwie auch nur mal zu reden und nachzudenken darüber, sondern aus seiner Sicht müssen also diese Leute hier ganz viel Geld dafür bekommen, dass sie ganz viel Kinder bekommen. Und ihn stört es auch offensichtlich gar nicht, dass unsere fähigen Frauen quasi im Moment bestraft werden, wenn sie Kinder bekommen. Das stört ihn gar nicht. Darüber denkt er gar nicht nach, sondern sagt einfach so, alles einfach so weiterlaufen lassen. Und er beleidigt alle Leute, die in der Welt jemals darüber nachgedacht haben, könnte das nicht ein Problem sein? Müssen wir nicht wegen dieser weltweiten Wettbewerbssituation, muss nicht jeder Kontinent und jeder Staat, wenn wir das mal als Einzelstaaten betrachten, muss nicht jeder Einzelstaat dafür Sorge tragen, dass er irgendwie vorne mit dabei bleibt, ja, solange es ist, zumindest ist noch, solange es diese Angriffslust der kapitalistischen Staaten gibt, ne? Also das sind Fragen, die sind doch zulässig, ne? Und die muss man stellen, auch wenn natürlich wirklich vieles, was so Sozialdarwinisten wirklich gedacht haben, wirklich einfach nur Irrtum war und sehr brutal und sehr gewalttätig war und so weiter. Das ist natürlich zu verurteilen, ne? Aber vor allem neigt der Redner auch dazu, davon abzusehen,
Ja, wenn ich um jeden Preis jedes Leben rette, dann muss ich ja eben wegsehen und meine Augen verschließen davor, vor den anderen Toten, anderen Menschen, die deswegen sterben, weil eben alles darauf konzentriert ist, jedes Leben retten, um jeden Preis zu retten. Denn das geht ja zum Nachteil anderer Menschen. Ja, wir sehen es ja gerade bei Corona, ja. Wenn es darum geht, jedes Leben um jeden Preis zu retten, wie jetzt bei Corona, dann passiert einfach Folgendes, dass überall die Leute in der Welt anfangen zu verhungern, weil die eben jetzt sich ihr Essen nicht mehr verdienen können, weil wir ja eben versuchen, plötzlich jeden zu retten, ne? Und jeden vorm Sterben zu retten und dafür bereit sind, unsere Wirtschaft stillzulegen und dafür dann auch unsere Zulieferer stillgelegt werden und dort die Leute verhungern, weil die nämlich keine Reserven haben, sondern eben jeden Tag das verdienen müssen, was sie essen wollen. Ne? Und dann verhungern die Leute halt. Ne? Ja. Letztendlich kann man sagen, was ist das Dilemma unseres Gesundheitssystems? Unseres Krankengesundheitssystems, unseres Krankheitssystems. Wir zwingen letztlich unsere Ärzte und Krankenhäuser in eine Verkäuferrolle hinein. Ja, wir zwingen die dazu, uns möglichst viele Operationen zu verkaufen, egal ob wir die brauchen oder nicht. Und das ist eine verrückte Situation. Ja? Wir zwingen unsere Ärzte und unsere Krankenhäuser mit unserem problematischen Gesundheitssystem in eine Verkäuferrolle hinein, anstatt in eine Krankheitsverhinderungs- und Gesundheitsförderungsrolle hinein. Und die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleine Steuerelemente würden dann die Ärzte und Krankenhäuser in eine Gesundheitsförderer, Krankheitsverhinderer, Freund-Seins-Rolle hinein, anstatt in eine Verkäuferrolle. Na, das ist der Punkt. Ja, dann haben wir jetzt heute noch zum Schluss unser übliches Tagesthema, auch ein sehr beliebtes Thema, was die Leute offensichtlich immer wieder hören möchten. Sarah Wagenknecht. Corona hatten wir ja schon. Sarah Wagenknecht will wie der Kommentator mit dem Beendigung des Privateigentums an Produktionsmitteln sozusagen, will ja auch Sarah Wagenknecht in erster Linie Umverteilung von Reich zu Arm. Und übersieht dabei, wie viel Unternehmer, wie viel Arbeitsplätze sie aus dem Lande vertreibt und wie viele ausländische Investoren sie dann durch eine so starke Umverteilung davon abhält, in Deutschland zu investieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ja? Also, und Markus Krall übersieht eben nicht, dass sein freier Markt eine massenhafte Vermehrung von vorteilbringenden Irrtümern, wie gesagt, was fasst der Begriff vorteilbringende Irrtümer zusammen? Die karrierefördernden, gewinnbringenden und vorteilbringenden Irrtümer werden zusammengefasst in dem einen Begriff vorteilbringende Irrtümer. Das macht das einfacher, ne? Ja, und das bedeutet jetzt, Markus Krall, bitte, lieber Markus Krall, Sie unterschätzen die Gefährlichkeit des freien Marktes. Und damit die größte Todesursache in der Menschheitsgeschichte, ne? Mit ihrer bürgerlichen Revolution. Und die bürgerliche Revolution würde das Leiden der Menschheit also drastisch vergrößern, weil eben die sozusagen vorteilbringenden Irrtümer noch viel mehr würden. Ich habe ja gerade geschildert, wie also sozusagen Europa degeneriert und immer weniger intelligent wird, das Gehirn immer mehr schrumpft und so weiter. Und solche Degenerationsprozesse sind bei ungelenktem freien Markt und Arbeitsteilung zwangsläufig. Ja?
So, und damit würde ich sagen, dass die Next Scientist for Future wieder sowohl gegen Markus Krall gewinnen, Punktsieger nach Punkten sind, als auch gegen Sarah Wagenknecht. Ja, das war's schon wieder für die heutige kurze wissenschaftliche Tagesschau. Tschüssi, bis bald.